Port de la Selva. Hier hat der Schöpfer mal selbst einen Hafen gebaut. Die Berge rund um die große Bucht im Norden der Costa Brava bieten guten Schutz gegen den Tramontana, den Starkwind aus dem Norden. Von Lanzar kommend passiert man an der Punta Cernella den legendären quaderförmigen Leuchtturm und hat die Hafeneinfahrt von Port de la Selva fast erreicht. Die Bucht ist auch ein idealer Ankerplatz. Wir konzentrieren uns auf das Anlegen an der Gästekaje, ganz außen an der Steganlage. Marinieros haben uns im Blick und dirigieren uns zu unserem Liegeplatz. Vorne drücken sie uns Führleinen in die Hand. Doll, so doll du kannst. Nach einer halben Saison im Hafenwasser sitzen Muscheln an den Leinen. Die Handschuhe sind für das Manöver kein modisches Accessoire. Wir liegen mit dem Heck zur offenen Bucht. Nach Tagen geschaukelt an den Ankerplätzen macht das gar nichts. Der Bootsmann hat von einem Swimmingpool gehört. Bist du dir sicher, dass wir das schwimmen dürfen, Papa? Angesichts von einem Liegegeld von rund 80 Euro pro Nacht für ein 10-Meter-Boot darf man sicher sein, dass der Swimmingpool inklusive ist. Der Hafen ist malerisch und perfekt im Service. Aber warum es hier doppelt so teuer ist wie in den französischen Yachthäfen direkt hinter der Grenze, erklärt uns der Präsident des Club Nautik persönlich. Einer der wichtigsten Faktoren dabei ist, dass viele der französischen Häfen städtisch sind. Unsere sind meist private Marinas und wir zahlen noch an den Staat. Das treibt die Kosten in die Höhe. Und mit 300 Liegeplätzen ist unser Hafen sehr klein. Marinas mit 500 Plätzen können wirtschaftlicher arbeiten. Aber wir haben nur diese Fläche und können nicht weiter wachsen. Die Preise treffen auch die eigenen Leute. Selbst die Kinder der Clubmitglieder hätten es schwer, sich hier ein eigenes Boot zu leisten, klagt der Präsident. Dafür geht der Trend mehr in die Richtung, sich hin und wieder mal mit der Familie blicken zu lassen und ein Boot für den Tag zu chartern. In der Kapitanerie erfährt man bei Hafenmeisterin Eva Martinez und ihren Kollegen, welche Angebote der alte Fischerort Port de la Selva inzwischen entwickelt hat. Der Club hat eine eigene Segelschule, es gibt Exkursionen, Tauch- und Paddelkurse. Nicht nur von den Damen kommt der Tipp, sich einfach immer Richtung Cap de Creus zu orientieren. Ganz einmalig hier ist die Küste, das Cap de Creus mit seinen schönen Buchten. Gerade Segler haben hier ihren Spaß mit den häufig wechselnden Winden, die wir hier haben. Seefahrer müssen hier aber nicht automatisch raus aufs offene Meer. Man kann auch einfach entlang der Küste fahren. Im Gegensatz zu anderen Orten, wo man nur das Meer hat, kann man hier in viele verschiedene Buchten hineinfahren und immer wieder neue Dinge entdecken. Bevor wir die Einladung zu einem Turn Richtung Cap Creus annehmen, hier noch der Marina-Schnellcheck. Es gibt einen 12-Tonnen-Kran für schnelle Arbeiten, etwa am Unterwasserschiff. Die Stege verfügen über Licht, Strom und Wasser und werden videoüberwacht. Es gibt eine breite Slipbahn für Jollen, Kajaks und kleine Boote. Müll wird hier getrennt gesammelt. Türöffner zum Sanitärbereich ist eine Chipkarte. Die Toiletten und Duschen sind sauber und gepflegt, mit einem Schranksystem für die Schwimmbadbenutzer. Es gibt eine Münzwäscherei, sehr nötig nach Ankertagen in den Buchten. Der Wind hat zugelegt. Unser Führer Philipp Juanola meint, kein Problem. Die Hafenmeisterin Eva Martinez sieht das auch so. Die Maona 2 hat 2x150 PS und einen Stabilisator gegen die Schaukelei, dessen Alarm andauernd piept. Es wird ein wilder Ritt gegen eine alte Welle, die ein Sturm im Golf du Lion in der Nacht zuvor aufgebaut hat. Nach den Nordstürmen knallt das Wasser hier ungebremst direkt auf die Küste. Und dann kommt die versteckte Einfahrt in eine Bucht. Zwei-, dreimal geht es links und rechts um Felsen und plötzlich wird alles friedlich. Sogar ein kleines Haus ist zu sehen, aber hier wohnt man nur zur Not. The people who are making some fishing. Dieses Refugium gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Die Leute, die vor der Küste fischen, können sich wie Flüchtlinge im Winter hierher zurückziehen und in dieser Hütte Schutz finden vor dem Sturm. Das ist im Sommer anders.
Dann kommen viele Menschen hierher mit wirklich allen Arten von Booten. Die Cala Galadera liegt schon fast am Kap auf dem Terrain der Gemeinde Cadaqués. Die nächste, die wir ansteuern, ist wieder im Gebiet von Port de la Selva. Die Cala Prona und ihren schwarzen Strand kann man auch ohne Schaukelei über einen Wanderweg erreichen. Keine der aus Felsen gegossenen Calas ist wie die andere. Nach 2 Stunden geht es zurück in den Schutz der Heimatbucht des Bootes. Eva Martinez zeigt einmal, wie man sich bei den Kollegen vorschriftsmäßig auf dem Funkkanal 9 meldet. Buenas tardes, Club Náutico Port de la Selva, Club Náutico Port de la Selva, Club Náutico Port de la Selva, aquí embarcación Mariona, ¿me recibe cambio? Te recibo alto y claro, os espero en el amarre. Selbst die größten Charterboote können in Port de la Selva einen Liegeplatz bekommen. Selbst 25 Meter Länge sind kein Problem. Im Hafenbecken liegt die Wassertiefe bei 2,60. Am Gästesteg ist das Wasser noch viel tiefer. Es ist eine sehr gute Hafenbucht und die Marina liegt an ihrer sichersten Stelle. Wir haben hier auch kein Problem mit der Wassertiefe. Deshalb können wir auch größere Boote aufnehmen. Das ist bei uns anders als in vielen anderen Häfen in der Region. Nach diesem sehr schaukeligen Turn möchte man sich zuerst bei Eva und Philipp und dann bei seinem Herrgott für die glückliche Rückkehr bedanken. Eva schickt uns dafür den Berg hinauf ins Kloster. 2 Stunden zu Fuß, 20 Minuten mit dem Auto. Man betritt eine andere Welt, die Natur des geschützten Parks Cap de Creus. Oben stellen wir fest, dass schon seit 1835 keine Benediktinermönche mehr in St. Pere de Rots leben. Dafür ist die ganze Anlage schon seit 1930 Nationaldenkmal und Touristenmagnet. Costa Brava-Besucher müssen hierher. Stück für Stück wird St. Pere neu erforscht, ausgegraben und restauriert. Der Legende nach beauftragte Papst Bonifatius im 7. Jahrhundert, Mönche hier Reliquien des heiligen Petrus vor der germanischen Bedrohung zu verstecken. Im 11. und 12. Jahrhundert hatte das Kloster seine Blütezeit. Um 6 ist die Besichtigung vorbei. Zeit für das Abendbrot finden auch die frei herumlaufenden Kälbchen. Menschenfamilien finden direkt im Ortskern von Port de la Selva alles, was ihnen schmeckt. Es gibt Wurst und Fleisch aus den Pyrenäen, Ziegenkäse aus lokalen Käsereien und alles, was das Meer hergegeben hat. Und dabei relativiert sich dann auch der hohe Liegeplatzpreis. Das Essen hier ist vorzüglich wie in Frankreich. Die Bedienung noch freundlicher, aber die Rechnung am Ende fällt deutlich niedriger aus. Kein Wunder, dass sich so manche Yachtbesatzung aus dem Nachbarland direkt neben uns in den Schlaf schaukeln lässt.